Ich glaube, wir sollten jetzt langsam gehen. Wenn du mich nicht mitnehmen? Bitte, nur für heute Abend. Ich muss einmal raus und normale Leute sehen. Bitte, sonst werde ich verrückt hier. Aber tickst du noch richtig? Bitte, was ist denn schon dabei? Dann kann ich dich morgen früh wieder halbnackt auf der Straße einsammeln, ja? Komm, komm, komm. Jetzt bitte keinen Streit anfangen, ja? Keine Angst. Ich werde dir dein schönes Weihnachten schon nicht versauen. Du hast dir das eingebrockt und du ziehst das jetzt durch, ja? Hast du mich verstanden? Ich bin das so leid, immer diese... Ja, und ich? Ich find's toll! Hä? Dann bleibt Flappy halt hier. Wenn er nicht mitkommt, dann fahren wir nach Föhr. Spanien? Auch geil. Spanien. Wer hat Kopfnussdienst? Ja, ich. Dann gib dir selber eine Kopfnuss. Sie hat ich gesagt. Wer hat ich Dienst? Ich! Ich! Zu spät, Burak, schlag Mann, ihn. Von mir, du Missgeburt. Bekommt sie jetzt bessere Noten als wir, oder was? Ich mag euch alle gleich wenig, kapiert? Darf ich sie in den Arm nehmen? Nein. Sie sind wie ein Vater für mich. Einer, mit dem man auch Sex haben würde, wenn er unbedingt will. Hä? Du warst die Beste. Kann sogar sein, dass du eine Klasse überspringen wirst. Aber ich hab doch voll die schlechten Noten, Herr Müller. Ja, weil du unterfordert bist. Du bist oft zu hochbegabt. Ab jetzt wirst du speziell gefördert. Kann sein, dass du schon mit 17 ein Abi haben wirst. Oh mein Gott! Allerdings musst du aufhören, dich für den anderen so runterziehen zu lassen. Und ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Hey, meint er mich oder was? Nein. Camilla, wirklich, sie verarschen mich nicht, oder? Guck mal, ich zitter schon voll. Chantal, ich bin selber aufgeregt. So jemand wie du, das passiert dann nur alle 10 Jahre. Oh mein Gott. Das ist doch nicht kassieren, dann. Ey. Spinnst du? Die bezahlst du von deinem Taschengeld, ist das klar? Von 15 Euro im Monat? Dann verkaufen wir deinen Laptop. Garantiert nicht. Der ist von meinem Vater. Ach so. Entschuldigung. Arschloch. Für das Arschloch. Spinnst du? Raus hier! Da gibt's viele Gründe. Gründe oder Ausreden? Du machst mir richtig verlegen.